Was ich davon halte, das werdet ihr jetzt hören. Er vertritt auch ein Mehrwiederholungstraining. Da geht es teilweise um wirklich viele. Damit meine ich nicht über 12, damit meine ich auch nicht über 15, sondern 50 bis 100 Wiederholungen. Er sagt, das hat den größten Erfolg. Jetzt kommen wir aber schon zum ersten Problem, das ich sehe. Er kann auch falsch trainieren. Es funktioniert einfach alles. Jetzt bedenkt er das allerdings nicht, wenn er so ein System vorstellt. Deswegen kann man sich nicht mehr ganz auf seine Meinung da verlassen. Pump ist der Effekt. Pump ist ein Feuerwerk. Pump ist eine Show. Ist der Muskel gewachsen? Eigentlich nicht. Er sagt zwar, er hat den Erfolg seines Lebens damit. Ich sehe keine Veränderung seines Körpers in den letzten 4, 5, 6 Jahren. Damit kommen wir zu einem anderen großen Aspekt, der stark gegen die Myokalypse und dieses Training spricht. Es ist nicht möglich, das zu tracken und damit könnt ihr auch langfristig nicht wissen, habt ihr euch verbessert. Dass 95% von euch niemals langfristige Erfolge damit haben werden. So, drehen wir das doch mal in die Kamera, damit auch ein bisschen Werbung dabei rumkommt. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein Thema, das ihr euch schon des Öfteren gewünscht habt. Mit des Öfteren gewünscht meine ich natürlich bezogen auf meine sehr überschaubar kleine, nette, dichte Community und da dann einige wenige daraus, also 2, 3 Leute. Dennoch hat es eine gewisse Relevanz im Fitnessbereich, obwohl der Herr, um den es geht, Carsten Pfützenreuter, jetzt nicht unbedingt sehr präsent ist, typisch präsent ist auf Social Media und im YouTube-Fitness, in der YouTube-Fitness-Szene. Er hat seit vielen Jahren, macht er ein bisschen auf sich aufmerksam durch verschiedene Trainingssysteme, die er integriert hat, einen Namen gegeben hat und die auch in der Szene rumgegangen sind, wie zum Beispiel das Pit Force. Und jetzt merkt man, dass seine Community etwas größer angewachsen ist. Er macht Videos, in denen er hauptsächlich in die Kamera spricht und diese Systeme dann eben darbietet, zeigt, erklärt und so weiter. Vor allem stellt er sich so ein bisschen gegen die bisherige Lehre vom Fitness, revolutioniert diese irgendwo mit seinen Lehren. So ein bisschen wie das Thema, das wir in letzter Zeit auch immer mehr auf dem Kanal hatten, auch im Sjad Roscher und Co., zeigt er einen Alternativweg und sagt, dass das bisherige eigentlich so ziemlich Quatsch ist. Vor allem stellt er sich gegen diese Lehren von hartem Training, immer bis an die Grenzen gehen, mit wahnsinnig viel Sätzen, Volumen und so weiter und die typischen Splits und so weiter. Was ich davon halte, und das muss ich immer wieder an dieser Stelle erwähnen, natürlich auch als erfahrener Trainer und Trainierender, das werdet ihr jetzt hören. Zunächst einmal, erkundigt euch gerne selbst, worum es bei ihm geht. Ich kann das hier nur ganz grob festhalten, versuche es jetzt in wenigen Sätzen zu machen, denn sonst sind alleine die ersten 5 bis 10 Minuten weg. Und er macht regelmäßig 40, 50 Minuten Videos, die, muss ich leider sagen, furchtbar anzuschauen sind. Ich glaube, das weiß er auch mit dem Augenzwinkern, nimmt das seine Community hin, weil er einfach nur schräg von unten in seine Handykamera spricht und meistens zu Fuß unterwegs ist. Den konnte ich mir natürlich nicht alle antun. Das, was ich aber weiß von seinen Lehren wie Pit Force und vor allem das, worum es jetzt geht, die Myokalypse. Das sind Trainingssysteme, wo er vor allem einen alternativen Weg zum herkömmlichen Einteilungen von Sätzen, Wiederholungen und sehr vorstrukturiertem Training geht. Und zwar geht er darauf ein, dass man mehrmals die Woche trainieren soll. Möglichst Ganzkörper mit nur einem Satz, in Anführungsstrichen, Satz wird jetzt hier ganz anders definiert als sonst, wo man den Muskel einfach an Rande einer Belastungsgrenze, einer Reizgrenze, er sträubt sich so ein bisschen, soweit ich weiß, gegen Erschöpfung und totale Erschöpfung, aber er führt ihn eben schon mit Intensität an eine Belastungsgrenze ran. Das macht er dann, indem er ganz viele Wiederholungen macht. Er vertritt auch ein Mehrwiederholungstraining, da geht es teilweise um wirklich viele, damit meine ich nicht über 12, damit meine ich auch nicht über 15, sondern 50 bis 100 Wiederholungen. Beispielsweise beim Bizeps-Training sehr intuitiv mit sehr viel Muskelgefühl und korrekter Technik darauf eingehen, viele Wiederholungen zu machen und das werden dann so insgesamt mit einem hintereinander liegenden Satz, wo man höchstens zwischendurch mal ein paar Mal Luft holt und den Bizeps ruhen lässt, wirklich zwischen 70 und 100 Wiederholungen. Und das reicht aus, um dann 2, 3 Tage später den Bizeps wieder zu trainieren und so weiter und so weiter. Er sagt, das hat den größten Erfolg und darin ist eigentlich alles enthalten und diesen ganzen Quatsch von vor allem hohen Gewichten, wo er sich gegenstemmt und das Reißen der Gewichte und so weiter ist gar nicht nötig. Das ist es so im Prinzip, wenn es um die Myokalypse geht. Sein Pit Force war fast schon das Gegenteil, ein ganz anderes System, wo er mit Pausen arbeitet. Man nimmt ein Gewicht,
drückt es einmal hoch, Schulter drücken, Bank drücken, Rudern, was auch immer, möglichst Grundübungen, setzt es wieder ab, holt einmal Luft und macht das Gleiche nochmal. Das ist eine Maximalwiederholung mehr oder weniger, die man immer wieder macht, dadurch sehr hohes Gewicht benutzt, übermäßig hohes, was man sonst nicht bewältigen könnte, wenn man natürlich 6 bis 12 hintereinander versucht, aber durch die Pausensätze das immer wieder bewältigen kann und das zwischen 15 und 20 Mal insgesamt und erst am Ende dann wirklich an eine Grenze kommt, wo man nicht mehr schaffen würde. Am Anfang schafft man vielleicht noch 3 Wiederholungen mehr oder 4. Am Ende würde man das nicht mehr tun. So, das sind so die großen beiden Sachen, die von Carsten Pfützenreiter für mich bekannt sind. Bitte an dieser Stelle immer bedenken, ich habe nicht jedes Video von ihm gesehen, ich habe mich nicht auf ihn spezialisiert. Jetzt wurde ich gefragt, was ich denn davon halte, speziell von seinem neuen revolutionären Trainingsansatz, der unter Myokalypse bekannt ist. Nun ja, zunächst einmal. Grundsätzlich finde ich es gut, dass er sehr auf ein Muskelgefühl plädiert. Also nicht dieses prinzipielle bis 12 Wiederholungen, welches ja im schlimmsten Fall auch so gehandhabt wird, dass man eigentlich mehr könnte, aber weil man jetzt die Zahl im Kopf hatte, 12, 8, was auch immer, nur bis dahin geht und das so strikt einhält. Da setzt er sich so ein bisschen gegen und das ist grundsätzlich gut. Man sollte viel mehr auf Fokus, Muskelgefühl gehen und so weiter. Das muss man sich allerdings erstmal verdienen. Und dass man es etwas spontaner und nicht so strukturiert betrachtet und das Training angeht, hat auch was für sich. Jetzt kommen wir aber schon zum ersten Problem, das ich sehe. Und das liegt nun mal auch daran, dass ich jetzt 22 Jahre Erfahrung als Trainierender habe. Denn dann spürt man das, was ich jetzt sage, am eigenen Leib. Und ganz besonders mit meiner Trainingshistorie. Nur um nochmal daran zu erinnern, ich bin ja jemand, der nur 2 bis 3 im Jahr für 2 Monate ungefähr trainiert. Das heißt, eigentlich habe ich eine sehr stark schwankende On-Off-Phase. Und mit Off meine ich wirklich Off-Off. Also nicht, dass man nur Liegestütze macht, nur hält irgendwie. Ihr kennt das selbst, das seht ihr auch auf meinem Hauptkanal. Ich reise sehr viel, bin dann 2 Monate hintereinander weg. Und dadurch, wenn ich dann in Afrika durch die Gegend reise oder sonst wo, da mache ich gar keinen Sport, habe von einem Mal gehe ich mit der Ernährung runter und mache wirklich gar nichts. Und dann muss ich wieder quasi von vorne anfangen. Dadurch reize ich immer wieder den Memory-Effekt aus und schaffe es innerhalb von nur wenigen Wochen, mich wieder aufzutunen, um wieder an das alte Körpergewicht und die alte Form ranzukommen. Viele von euch haben ja immer wieder die Panik, oh mein Gott, ich werde alles verlieren, wenn ich nur 2 Wochen auf Malle im Urlaub bin. Nein, das passiert nicht. Auch dazu habe ich schon Dutzende von Videos rausgebracht. Das kurz zum Background. Dadurch konnte ich aber auch eine Erfahrung machen mit dem Phänomen. Und zwar, dass man mit zunehmender Trainingserfahrung und wenn man sich die Sporen verdient hat, es immer leichter wird, einen Reiz zu setzen und den Muskel zum Wachstum zu bringen. Das klingt jetzt erstmal nach Bro-Science, ist aber auch tatsächlich gut begründet. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ohne dass ich jetzt zu sehr in die Tiefe gehen möchte, wenn ihr Muskelhypertrophie herbeiruft, das heißt, wenn euer Muskel sich vergrößert, verdickt, stärker, Muskelwachstum, wie wir es ja umgangssprachlich nennen, dann werden auch bestimmte Satellitenzellen in den Muskel, die für die Ansteuerung da sind, mitgebildet. Das heißt, ihr habt mehr von diesen kleinen Satellitenzellen im Muskel, die dafür sorgen, dass ihr mehr gleichzeitig kontrahieren könnt und dass viel besser der Muskel natürlich auch letzten Endes dadurch aufbauen kann, mehr Kraft hat und so weiter. Diese bauen sich aber nicht wieder ab. Habt ihr also einmal, sagen wir mal, von 10 auf 20 durch langjähriges Training erhöht und dann trainiert ihr sehr lange nicht und der Muskel ist wieder genauso groß wie am Anfang eurer Karriere, eurer Trainingskarriere, habt ihr trotzdem noch diese ganzen Satellitenzellen da. Wenn ihr folglich wieder einen Reiz setzt, könnt ihr den viel besser ansteuern und viel schneller aufbauen. Das ist es so, im Prinzip die Wissenschaft dahinter. Schaut euch dazu gerne mal einen Artikel, einen sehr schönen Artikel bei Gannikus an, der ist unten verlinkt, da könnt ihr mehr dazu lernen. Wenn man das jetzt im Hinterkopf hat, dann wird einem klar, warum viele ältere, erfahrene Bodybuilder, wie auch Carsten Pfützenreuther, aber auch all die Olympiakandidaten von Dexter Jackson, Jay Cutler und Co., trainieren können, wie sie wollen. Den kann man 2 Kilo trotz dieses brachialen Oberarms in die Hand drücken und er schafft es, den Muskel zum Wachsen zu bringen. Er kann auch falsch trainieren. Der kann auch mit einem ganz kleinen Wiederholungsradius trainieren. Es funktioniert einfach alles. Erstens können sie den Muskel viel besser ansteuern. Die haben einfach eine Muscle-Mind-Connection mit so langjähriger Erfahrung. Das kann auch ich. Das ist sehr gut. Aber sie haben auch noch die physischen, genetischen Voraussetzungen jetzt dafür. Und das ist auch bei Carsten Pfützenreuther der Fall. Jetzt
bedenkt er das allerdings nicht, wenn er so ein System vorstellt. Wenn ihr als Anfänger, und mit Anfänger meine ich auch die mäßig Fortgeschrittenen bis teilweise auch sogar schon Fortgeschrittene, die 5, 6, 7 Jahre dabei sind, das machen, kann es sein, dass das überhaupt nicht funktioniert. Weil ihr nicht diese Voraussetzungen habt. Das ist ein Riesenhaken und der ist wissenschaftlich begründet. Bei ihm funktioniert sowieso alles und deswegen kann man sich nicht mehr ganz auf seine Meinung da verlassen. Das andere ist, dass es sehr viel auf Pump geht und Pump ist der Effekt. Pump ist ein Feuerwerk. Pump ist eine Show. Wenn ihr aufgepumpt seid und euch im Spiegel anguckt, dann denkt ihr, boah, brachial, das ist der Körper, den ich wollte. Und dann würdet ihr am liebsten mit dem im Kopf durch die Stadt gehen und so aussieht. So seht ihr nicht aus. Das ist nur der Pump. Die Adern kommen raus, die Muskeln sind aufgebläht, es sieht gut aus. Und selbst ein Jahr später werdet ihr nicht so gut aussehen wie davor unter Pump. Der Pump ist etwas Magisches und das hat ja auch schon Schwarzenegger in Pumping Iron gesagt. Und den nutzt er hier aus. Kennt ihr das, wenn ihr richtig hart trainiert habt und die nächsten 2 Tage immer noch so einen leicht aufgeblähten Muskel habt, den Bizeps, der immer noch prall rauskommt und erst so ab dem 3. Tag wieder abnimmt? Diesen Effekt werdet ihr natürlich dauerhaft aufrechthalten, wenn ihr alle 2, 3 Tage den Bizeps trainiert. Dann habt ihr einen Dauerpump. Ist der Muskel gewachsen? Eigentlich nicht. Und wenn ihr dann auch noch mit so viel Wiederholung trainiert, ja, dann kommen die Adern ganz besonders hervor. Man kriegt einen dickeren Pump durch Liegestützen, als wenn ihr mit 4 bis 6 Wiederholungen Bankdrücken macht. Der Pump in der Brust ist besser. Also bildet ihr euch ein mit dem Dauerpump und mit dem Feeling beim Training, dass das besonders viel bringt. Ist aber nur Effekthascherei. In Wirklichkeit bringt es nicht so viel. Und das werdet ihr nur wann merken? Langfristig. Langfristig würde ich prognostizieren, dass ihr damit keinen großen Erfolg habt. Er sagt zwar, er hat den Erfolg seines Lebens damit, aber ich muss sagen, als ich nur so ganz kurz drüber bin und auch da bitte, ich nehmt Rücksicht, falls es nicht der Fall sein sollte, ich sehe keine Veränderung seines Körpers in den letzten 4, 5, 6 Jahren, den ich dort gesehen habe. Jetzt kann man sagen, gut, er trainiert vielleicht nicht so viel, was auch immer, aber ich sehe nicht das, was er dort sagt. Und jetzt sprechen schon 2 Dinge mehr oder weniger dagegen. Ein Pump-Training macht Spaß und ist toll. Aber langfristig wird es nicht zum Erfolg führen. Und das ist der große Unterschied zu allen Athleten, die ihr da draußen kennt, die ein höheres Ziel haben. Wenn ihr nur einfach nackt gut aussehen wollt und mit einem 72 Kilo Körper zufrieden seid, der gute Linien hat und nette Muskeln, dann okay. Habt ihr aber das Ziel, weiterzukommen, Jahr für Jahr, Monat für Monat, mehr Masse aufzubauen und wirklich außergewöhnlichen Körper hinzubekommen, dann geht das nur über Struktur und Planung und langfristige Ziele. Das geht nicht, indem ihr Pump-Trainings macht. Damit kommen wir zu einem anderen großen Aspekt, der stark gegen die Myokalypse und dieses Training spricht. Und zwar die Trackbarkeit. Ich bin ein großer Fan von grundsätzlichem Tracken des Trainings. Damit ist gemeint, ich schreibe jede einzelne Wiederholung von jedem einzelnen Satz, von jedem einzelnen Training auf. Ich habe Bücher seit 1999, wo jede Wiederholung drin steht. Dann steht da 2. Übung, Bizeps Curls, 2. Satz mit den SZ Curls, 15 Wiederholungen nur geschafft, 11 Wiederholungen nur geschafft, 9 Wiederholungen nur geschafft, sogar mehr Notizen noch, habe ich mehr geschafft als davor, habe ich die letzte Wiederholung gut geschafft und so weiter, habe ich abgefälscht. All das notiere ich. Das gibt zum einen eine Riesenmotivation, denn wenn ihr genau wisst, im letzten Training, vor einer Woche, habt ihr an der gleichen Stelle 9 Wiederholungen gemacht, dann wollt ihr diesmal die 10. Das andere ist, ihr könnt viel besser im Nachhinein gucken, womit hatte ich Erfolg, womit habe ich keinen Erfolg. Sobald der Erfolg aufhört, wechsle ich den Trainingsplan, ändere ich etwas. Das hat mich dazu geführt, als absoluter Hardgainer und absoluter Muskellos-Johnny immer weiterzukommen. Das wird euch bei so einem Training nicht geschehen, denn ihr könnt es nicht tracken. Wenn ihr 100 Wiederholungen macht, wo ihr mal spontan nach 5 Wiederholungen nur Teilwiederholungen macht, im oberen Teil, im unteren Teil, dann mal eine Pause macht und durchatmet, wie wollt ihr das tracken können? Das ist unmöglich. Angenommen, ihr habt nur bei der 5. Wiederholung mal ein bisschen mehr rausgequetscht, bevor ihr dann Pause macht. Dann kann es sein, dass ihr dadurch gar nicht erst zur 70., 71., 72. Wiederholung kommt. Und ihr wisst gar nicht, woran es liegt. Es ist nicht möglich, das zu tracken und damit könnt ihr auch langfristig nicht wissen, habt ihr euch verbessert. Ihr müsst wissen, ob ihr euch verbessert. Jetzt stellt euch mal vor, ein Profisportler, egal was es ist und wenn es um Basketball geht, weiß nicht, ob er sich verbessert. Weiß nicht, ob er besser Dreier trifft, besser werfen kann, schneller geworden ist, weil er es nicht stoppen kann. Er hat nur ein Gefühl. Das ist furchtbar. Zumindest, wenn man mehr Erfolg will. Vergesst das nicht. Wenn ihr einfach nur Spaß beim Sport haben wollt und es sieht vernünftig im Spiegel aus, dann ist es okay. Wenn ihr mehr Erfolg wollt,
dann könnt ihr das damit nicht gewährleisten und damit auch nicht nachvollziehen. Und jetzt kommen wir zu einem Problem, das ich da noch damit habe. Ich muss sagen, ich habe kein großes Problem mit seiner Person, aber wann immer euch jemand sagt, wie er, wie Siad Roscher, er hat das System, er revolutioniert alles, alles andere ist Bullshit und ist nicht wahr und das ist Schwachsinn und so weiter und die Fitnessindustrie verarscht euch, das kommt dann meistens im nächsten Atemzug, dann ist das doch seltsam, dass genau diese Leute euch aber was verkaufen wollen. Genau diese Leute bieten etwas an. Schaut doch mal bitte vorbei, und das ist nur ein Indiz, ich sage nicht, dass es ein Beweis ist, das heißt nicht, sobald jemand was verkaufen will, hat er nicht recht, das ist Blödsinn, natürlich, das weiß ich auch, aber es ist zumindest eine Spur, ein Hinweis, und es gibt ein schlechtes Gefühl. Und nicht, weil sie was verkaufen wollen, sondern nur die Art, wie sie es angehen. Es gibt so viele Trainer und Trainierende da draußen, die auf höchstem professionellem Niveau sind, die noch mehr Erfahrung haben als ich oder Carsten Pfützenreuther. Guckt euch mal die großen Olympians an. Dexter Jackson, Jay Cutler, die trainieren, seit sie 10 Jahre alt sind. Die haben so wahnsinnig viel Erfahrung. Die machen kein komisches Trainingssystem oder kaum machen sie mal nur Teilwiederholungen. Ich habe schon Videos dazu gemacht. Schaut euch mal das Video der Teilwiederholungen an. Das sieht komisch aus. Aber nur weil die da jetzt etwas haben, was so ein bisschen gegen die gängigen Arten zu trainieren geht, machen sie nicht direkt einen Namen, patentieren das, machen einen Stempel drauf, das nenne ich jetzt Mio sonst was oder Frank oder weiß ich nicht wie, und anschließend versuchen sie es als System zu verkaufen und promovieren es auf YouTube. Das geschieht nicht. Die trainieren einfach so. Und nur weil ich den Latissimuszug nur mit 10 cm bewege und damit Erfolg habe, muss ich nicht sagen, alles bisher war bescheuert und war schlecht und nichts anderes funktioniert. Und das ist so das große Problem, das ich hier habe. Zusätzlich scheint er sich in seinen Reden, gut, er macht diese spontan 40-Minuten-Videos mit dem Handy, da möchte ich nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich weiß, dass das ganz unfair, dass das unfair sein kann, aber trotzdem kommt man nicht umher, dass er sich oft widerspricht. Alleine die beiden großen Trainingssysteme, Pitforce und die Myokalypse, sind irgendwo ein Widerspruch, darin aber wiederum auch das, was ich eigentlich nach außen transportieren möchte. Findet euren Trainingsweg, weil alles befindet sich, was er da macht, in einem Korridor. Es ist nicht nur richtig. Es gibt ganz viele verschiedene Arten zu trainieren, aber leider sagt er das nie so. Und zwischendurch immer wieder, sobald ich mal eins dieser 40-Minuten-Videos über 10, 15 Minuten sehe, merke ich immer wieder, dass da kleine Sätze sind, wo er sich scheinbar widerspricht, scheinbar Gegensätze aufzählt. Und das wird ihm auch oft in den Kommentaren gesagt. Nun ja, also das ist es, was ich zu Carsten Pfützenreuther und das Training anzumerken habe. Lasst euch nicht davon täuschen, ich meine nicht von ihm, lasst euch nicht davon täuschen, dass das vielleicht, wenn ihr es ausprobiert, erstmal einen tollen Pump gibt, aber dass ihr, und das garantiere ich euch sogar als Trainer, dass 95% von euch niemals langfristige Erfolge damit haben werden. Niemals 2, 3, 4, 5 Jahre hintereinander Erfolg haben mit diesem Pump-Training. Wahrscheinlich noch nicht einmal mehr als 6 Monate. Gut, das war jetzt wieder ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr noch auf einzelne Teile davon eingehen wollt. Schaut euch auch die weiterführenden Videos auf meinem Kanal an, die alle so ein bisschen das Thema mit im Graubereich abdecken. Und lasst mir natürlich gerne, wenn ihr mehr davon haben wollt, ein Like da, ein Abo. Dazu seid ihr herzlich eingeladen, und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, euer Gotti.